Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu Railroads Online zum Blumen-Update. Jetzt heute erschien am 20. Nein, Scherz, das ist natürlich kein Blumen-Update, sondern das neue Splines-Update ist da auf der Beta-Branch. Und das schauen wir uns heute mal an. Und eigentlich wollte ich einen Livestream machen, aber der Inhalt, den wir jetzt heute zu sehen bekommen, der ist leider etwas klein. Das ist nicht für einen Livestream. Und es ist wie folgt. Wir haben hier eine neue Porter. Das ist auch die einzige, die mit dem neuen System hier funktioniert. Die alte, die hier hinten steht, funktioniert nicht mit den neuen Tracks. Genauso können wir die neuen Schienen hier nicht mit den alten verbinden. Und eigentlich können wir nicht viel machen, außer mit der rumfahren, die neuen Schienen hier ein bisschen rumlegen und das war's. Parallel eben hier das alte System. Also mit dem kann man weiter spielen, wenn man jetzt hier eine Karte hat. Also hier wird jetzt einen neuen Spielstand hier geladen. Aber mit dem neuen kann man nicht sehr viel machen, außer dass man vielleicht schon mal die Strecke baut. Und ich zeige euch mal das neue Baumenü, wobei neu ist relativ. Wir haben jetzt hier den Button Gleisbau und da haben wir die ganzen neuen Features hier drin. Wir haben hier die drei unterschiedlichen Gleisarten, beziehungsweise der Unterboden ist dann anders, das Gleis Solo, dann die Weichen, die wir sie kennen. Und dann die Bahndamme Solo, wenn man die Solo bauen möchte, und die Brücken. Wobei, diese Brücke ist neu. Und das schauen wir uns auch gleich an. Zuerst aber zu den Schienen. Neu sieht es so aus, wenn man das bauen will. Und man kann das jetzt ausrichten, wie man das möchte, in ein Grid. Das Gitter, also in welchen Schritten das geht, in Grad, kann man mit Stern anpassen. Zum Beispiel 100 Schritte, 1 Schritte, dann sind es 1 Grad Schritte. Sind es 10 Grad Schritte und so weiter. Ihr seht, wo das hingeht. Wir werden das jetzt mal auf, muss es für mich ganz praktisch, auf 10 lassen. Neu ist es auch, dass die Schienen hier an so einem unsichtbaren Grid ausgerichtet werden. Ihr seht, wie das so ein bisschen hin und her zittert. Und das ist natürlich super, wenn man sich so ein Yard bauen will und das dann immer schön im gleichen Abstand haben will. Man kann das aber ausmachen. Dann hat man dann freien Baumodus. Und wir werden jetzt mal hier die Strecke verlängern. Wir gehen jetzt also dahin, bis hier das Snapping wieder kommt. Oder auch nicht. Cool, Profi-Effekt. Eigentlich sollte hier das Snapping kommen. Cool. Ist vielleicht die Ausrichtung falsch. Sollte aber eigentlich nicht sein. Nehmen wir es mal so. Nö, das geht nicht. Ah, jetzt. Jetzt geht's. Okay. Also, ich kann jetzt das theoretisch so lang ziehen, wie ich möchte. Bis zu 500 Meter, glaube ich, geht's. Und dann würde er jetzt hier die Schiene verlegen. Wir machen das mal bis hierhin. Voilà. Und dann haben wir eine perfekte Gerade. Das ist doch mal richtig nice. Also das macht das Bauen wirklich viel, viel einfacher. Und jetzt sage ich zum Beispiel, ich möchte jetzt hier gerne so ein paralleles Gleis haben. Tu mir das wieder ausrichten. Das glaube ich war, jetzt haben wir 271. Jetzt gehen wir nochmal schnell auf die Einzelschritte. 270. Das ist jetzt die Ausrichtung. Und dann möchte ich das hier so schön parallel haben mit. Also man könnte jetzt hier natürlich zählen, wie oft hier das hüpft. Und ich sage, ich möchte es gerne hier so haben. Und dann ziehe ich mir das gerade wieder runter. Bam. Ist das nicht geil? Natürlich kann ich jetzt auch hier sagen, wenn ich jetzt hier so ein Gleis baue, wir machen jetzt die Ausrichtung mal ein bisschen anders, kann ich hier natürlich auch wieder die Steigung machen. Das ist jetzt 2 und 8. Jetzt haben wir meine Steigung von 2 und geht entsprechend darauf. Machen wir es mal ein bisschen extremer, weil dann können wir eine Brücke bauen. Das war Steigung Nummer 8. Muss man den neuen Hotkeys ein bisschen gewöhnen. Na komm. Bitte bauen. Oh, das ist neu. Ich konnte jetzt gar nicht bauen. Also es gibt noch einige Bugs im Discord. Gibt es eine ganze Liste von Sachen, die noch gar nicht gehen mit dem neuen Ding. Und jetzt bauen wir mal hier die Brücke dran. Und zwar die neue. Wir sagen mal Fireproof Red. Und wenn wir hier mal snappen. Und fahren hier auch weiter. Und das Coole ist, er merkt sich die Steigung, was wir hier eingestellt haben. Man fährt genau mit der gleichen weiter. Das heißt, wir gehen jetzt mal bis hierhin. So, bam. Das ist die neue Brücke.
Und die hat hier diesen Gehweg da mit diesem Geländer, dass man hier nicht runterfallen kann. Wobei hier automatisch immer drauf geht. Also, naja. Sieht cool aus. Also, mal schauen, was wir mit dem noch in der Zukunft Tolles bauen werden. Und wir sagen jetzt hier mal bei der Brücke, die soll mit der alten Holzbrücke gerade weitergehen. Also, wir snappen das hier mal. Und dann sagen wir hier, ich hätte es gern gerade. Und wir machen eine Kurve. Das heißt, wir machen einen Radius mit dem. Na, also ein bisschen groß. So. Und dann fahren wir da einfach mal. Bäm. Dann haben wir auch eine perfekte Kurve. Mit hier mit einem sauberen Übergang, wo es dann gerade wird. Schauen wir uns das mal von oben an. Voilà. Das ist natürlich nicht allzu schön, der Übergang. Das kann man natürlich sicherlich besser machen, aber seht euch das mal an, was wir jetzt hier für eine schöne Kurve haben. So, das haben wir hier weg. Bitte schön. Ach ja, die Bäume tun wir das gleiche wie am Anfang. Ist das nicht geil zu bauen? Coole Sache. Ja, was noch dazu kommen ist, die Weichen. Wenn man jetzt mal hier so eine platziert, tun wir das mal bitte kurz drehen. Bäm. Dann ist der Bahndamm hier auch automatisch mit drauf. Also man muss das nicht mehr selber machen. Das einzige Doofe ist, das sind halt die genau gleichen Weichen, wie wir sie kennen. Und wir können die Weichen noch nicht selber machen. So wie es in den Dev-Videos mal gezeigt haben vom Heisler. Das ist nur schade. Ich hoffe, das kommt noch. Aber die Kreuzungen können wir zumindest jetzt schon mal machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Gleis habe, wir machen das mal so und möchte da so quer drüber fahren, dann kann ich das machen. Machen wir es mal so. Bläm. Und habt ihr. Okay. Das ist übrigens noch ein Bug. Schaut, dass ihr nicht drin steht. Ihr bleibt stecken. Jetzt bin ich nämlich da fest drin. Das ist mega uncool. Ich hoffe, das fixen sie noch. Fixen sie noch. Wow. Ich und Deutsch. Machen wir das bitte nochmal. Einmal so quer drüber, bitte. Bäm. Oh. Interessant. Jetzt habe ich das aus Versehen hier gesnappt. Okay. Ja, aber dann macht er jetzt ja so. Er macht dann hier schön die Kurve rein, so wie es er passt. Und hier geht es dann auch drüber. Und das wäre auch wirklich befahrbar. Und er meinte, es kommt hier noch das Update, dass das entsprechend richtig aussieht und hier nicht so überlappend ist. Sieht ein bisschen mäh aus. Also da hätte ich gern. Wo ist es denn das Original? Schienen. So. Sowas in der Art. Nur halt angepasst. Das wäre natürlich schön. Okay, so viel mal zu dem. Wir werden das mal hier wieder abreißen. Und auch das hier. Und jetzt werden wir mal schauen, ob wir anhand einer Weiche so ein Mini-Yard bauen können. Wir werden das mal hier drehen. So. Und dann hätte ich das gern gerade. 90, 100. Wir gehen einmal einen kleinen Radius. Das ist ungefähr gerade hier. Parallel zu dem. Mega praktisch, dass man das jetzt so fein justieren kann. Ich würde sagen, es ist 90, oder? Ja. Okay. Machen wir das mal so. Bäm. Dann eine Schiene. Bitte da vorne snappen. Cool. Und dann hätte ich dich gern perfekt gerade. Können wir das hier nochmal anpassen? Wenn jetzt mit dem Konstruktionsgitter mal nach oben fahren. Und es ist jetzt genau nicht 100. Ah, 0. Entschuldigung. Okay. Wir sagen, das wäre das Hauptgleis hier von der Abstellung. Also, jetzt hätte ich wieder einen Fehler gemacht, dass hier drin gestanden wäre. Das wird sicher noch ein paar Mal passieren. Und sag, jetzt hätte ich gern hier das parallele Gleis mit der exakt gleichen Ausrichtung. Nur andersrum. Stimmt das jetzt ungefähr? 270.
man jetzt sicher mit den Einheiten hier. Ja, das muss eigentlich passen, weil wir haben ja mehr 10er Schritten. Hätte es gern in diesen Abstand. Ab. Und jetzt probiere ich mal, ob ich das kurz snappen kann. Dabei, wir gehen jetzt mal bis hier hin. Super. Und jetzt hätte ich das. Nein, ich hätte das gern. Hier. Einmal snappen bitte. Und wir machen den Zirkelmodus aus hier. Und hätte es jetzt gern hier gesnappt. Ja. Voilà. Schaut euch mal das an, wie gut es aussieht. Oh, das macht vieles, vieles, vieles einfacher. Jetzt könnte man natürlich dann noch mehr Weichen hinstellen. Also beispielsweise so. Bapp. Sagen wir mal, ich hätte das gerne. Einmal drehen bitte. Und dann hätte ich auch hier schon mal den richtigen Abstand. Nein, was machst du? Oh, mit dem werden wir dann ein bisschen aufpassen müssen, wenn er hier den ganzen Strang dann löscht. Also wenn man dann hier dann ewig in die Ferne geht und man löscht hier mal so ein Segment. Oh, da werden sich noch ein paar Leute freuen. Okay, ich wollte... Was ist denn? Hier ist es. Einmal. Und... Nein, ich hätte gerne noch so eine Weiche, bitte, danke. Kriege ich das mal hin? Jetzt. Okay, und ab hier hätte ich es gerne perfekt gerade. Also wie eben so mit dem Zirkelmodus, also ohne den kann ich einfach frei bauen, wie ich möchte. Wie zum Beispiel hier so eine S-Kurve, wenn ich witzig bin. Aber eben machen wir es hier nochmal. Ich möchte hier perfekt gerade raus. Also ich werde schon richtig Spaß haben, damit irgendwie ein Güterterminal oder so zu bauen. Und vor allem, das geht auch viel schneller. Sprich, die Tools wie von Mini-Zwerg und Co. werden vermutlich ein bisschen obsolet werden. Außer mit dem Gütermanagement. Da sind die natürlich nach wie vor praktisch. Aber zum Gleisbau muss man jetzt kein Tool mehr nutzen. Nicht wirklich. Sehr, sehr gut. Ja, was noch ist, die Performance ist noch nicht wirklich optimiert. Zumindest glaube ich das. Denn wenn ich mir den Task Manager mal so anschaue, ich zeige euch das mal. Und wenn wir hier auf die Leistung gehen. Das Spiel braucht jetzt schon 50% GPU-Leistung für das, dass es ein neuer Spielstand ist und noch gar nichts drauf ist. Ich möchte gar nicht wissen, was passiert, wenn man dann hier wieder die ganze Strecke ausbaut. Also ich habe den alten Safe noch gar nicht geladen von mir, aber der ist de facto nicht spielbar. Also zumindest nicht auf 4K und maximaler Detaileinstellung, so wie es jetzt gerade ist. Werden wir nochmal sehen, wie das wird. Jo, ich werde doch nicht anfangen, großartig die Strecke neu zu bauen. Ich warte darauf, dass hier mehr Loks kommen, dass hier die Wagen kommen, dass die Interaktion mit den anderen Sachen funktioniert. Und dann werde ich mal losbauen. Eventuell werde ich mal ein Yard bauen, weil ich habe nämlich Angst davor, dass im nächsten Beta-Update eventuell wieder grundlegend was geändert wird und dann die Sachen wieder nicht funktionieren. Also da warte ich noch ein bisschen. Das war so der Einblick in das neue Splines Update. Lasst es mir doch in die Kommentare wissen, ob ihr mit dem schon gespielt habt oder ob ihr schon die neue Strecke baut, wie euch das gefällt. Bis denn dahin. Und wenn ihr wollt, kommt auf meinen Discord-Server. Link in der Videobeschreibung. Bis denn dann.